Hi ihr Lieben, gleich kommen wir im Amber-Hotel Leonberg an. Als ich das letzte Mal da war, da bin ich schwanger gewesen und jetzt habe ich gleich zwei Kids dabei. So ändert sich das. Ich muss gerade mal überlegen, wann das war. Der Leon, der ist jetzt 4 Jahre alt. Das heißt, dass das schon 5 Jahre her ist. Für Familien finde ich diese Verbindungstür total praktisch. Die Kinder und die Eltern haben jeweils ihr eigenes Zimmer. Super Sache. Emily, ne? Boah, wegen dem Namen haben wir so lange überlegt. Lange Zeit wollten wir sie Luna nennen. Leon und Luna ist auch schön. Auf den, auf Käse. So, ja, und dann muss man das einmal schön durch. Leon, das ist richtig schön, dass du der Emily zwischendurch auch was zum Essen holst, ne? Hoppla! Oh, eigentlich wollte die Mama das essen. Nimm es als Kompliment. Genau. Oh, den beiden schmeckt es ja, wie man sieht, ne? Oh, so viel, Emily? Ihr seid in ungefähr 30 Fahrminuten in Stuttgart. Wir wollen jetzt mal rauf auf den Fernsehturm und sind schon total gespannt auf die Aussicht. Wow, was wir für einen weitläufigen Ausblick vom 217 Meter hohen Fernsehturm haben, der bereits am 5. Februar 1956 eingeweiht wurde. Kakteen. Oh, guck mal, das ist ja gleichzeitig auch ein botanischer Garten. Hier gibt es nicht nur Tiere, hier gibt es auch ganz tolle Pflanzen, Leon. Ne? Und Kakteen. Kakteen, genau. Da muss man aufpassen, Leon. Da kann man auch machen, ne? Ja. Die Wilhelma ist ein riesengroßer zoologischer botanischer Garten im Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt und zeigt ca. 11.500 Tiere aus aller Welt. Der schöne botanische Bereich präsentiert etwa 6000 Pflanzenarten aus allen Klimazonen der Erde.
Oh, das Baby ist süß, Leon, ne? Guck mal, das will kuscheln mit Mama, ne? Oder ist das Papa, Leon? Das war's für heute. Beim nächsten Mal nehme ich euch mit nach Tirol, nämlich zum wilden Kaiser in Österreich. Bleibt doch einfach dran. Ich freue mich schon wieder auf euch. Bye, bye.